Hallo und herzlich willkommen im Wald. Meine gestrigen Drehversuche sind irgendwie am Gewitter gescheitert, deshalb war ich dann ein wenig frustriert und mache dann heute eine Dreifach-Sitzung. Nur falls sich jemand wundert, weshalb ich auf sämtlichen Videos, die ich diese Woche hochlade, immer dasselbe Hemd anhabe. Ja, ich wollte mal wieder was zu dem Produkt erzählen, und zwar dieses schwarze Etwas hier. Das ist die Bundeswehr Moleskin Hose, die ich so ziemlich auf jedem Video eine anhabe. Ich renne mit fast nichts anderem rum, das ist meine normale Alltagshose. Habe ich damals schon bei der Bundeswehr zu schätzen gelernt, natürlich die etwas modernere Ausführung. Und jetzt erzähle ich euch erstmal so ein bisschen was zur Geschichte. Die Standard Bundeswehr Alltagsuniform Hose war das hier von 1960, meine ich, bis 1990. Dann hat man es ein bisschen aktualisiert und einen Stoff genommen, der einen gewissen Anteil an Polyester enthält. Ich glaube, es war Polyester, also jedenfalls auf jeden Fall Kunstfaser. Da sind dann irgendwann zwei Varianten im Gebrauch gewesen. Einmal die Variante mit 10% Polyester und 90% Baumwolle. Und dann gibt es noch eine 2/3 Baumwolle, circa 1/3 Polyester-Version. Ja, das sind so die aktuelleren Varianten der Bundeswehrhose. Wenn man jetzt eine gebrauchte Bundeswehrhose kauft, die so für 10 Euro ungefähr zu haben sein sollte, dann kriegt man meistens eben so eine, die schon einen gewissen Anteil an Polyester enthält und einen Reißverschluss hat am Hosenlatz. Das haben diese alten Modelle hier nicht. Wobei, man kriegt da ja auch keine Originale mehr, sondern den Nachbau der alten Bundeswehrhose, allerdings nach Originalanforderungen, die eben die Bundeswehr damals hatte. Also wenn jetzt dieses Ding hier halt im Shop dann meistens als Original-Moleskin-Hose oder Original-BW-Moleskin-Hose verkauft werden, dann liegt das wirklich daran, dass sie nach den entsprechenden Vorgaben, die der Bundeswehr damals hatte, produziert worden sind. Die sind aber relativ neu gefertigt. Also das sind jetzt keine Dinger, die mindestens 20 Jahre alt sind oder was. Ja, zum Material, ich hatte es ja schon bei der Historie jetzt angedeutet, die sind aus 100% reiner Baumwolle. Nicht irgendeine Baumwolle, sondern eben eine sogenannte Moleskin-Baumwolle bzw. Moleskin-Webart. Das ist im Prinzip so eine Art lederartige Textur. Also so war das ursprünglich gedacht, dass ich so ein bisschen wie Maulwurffell, also sprich war eigentlich Maulwurfleder in Anführungszeichen, so anfühlt. Und war wohl historisch gesehen auch so ein bisschen als Lederersatz gedacht. Ist sehr, sehr, sehr eng gewebt. Das sind so die wesentlichen Kriterien und damit auch enorm widerstandsfähig und robust. Was sie halt für den Outdoor-Bereich, gerade im deutschen Wald, also was prädestiniert, ist es eigentlich die ideale Hose, solange man noch nicht nass wird. Aber warum ist diese gut? Dieser Stoff halt eben. Der ist sehr, 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 sehr robust und kaum durchlässig für spitze Gegenstände, weil er so eng gewebt ist, dass halt eben durch die Löcher in der Webart kaum was durchpasst. Das ist bei locker gewebten Stoffen dann schon mal automatisch so, dass man quasi durch die Maschen durchstechen kann, wenn man zum Beispiel eine Mücke ist. Durch diese Hose sticht keine Mücke durch. Also unter ganz seltenen Ausnahmebedingungen gelingt es vielleicht schon mal einer, aber normalerweise ist das der Stoff einfach mückendicht. Dann hat er durch seine enge Webart auch einen sehr hohen UV-Schutz. Ist ja auch wichtig zu Zeiten des Klimawandels. Und er schützt auch ganz hervorragend vor Dornen, zum Beispiel durch die Brombeere. Also wenn man jetzt nicht richtig, richtig teure Schnittschutzhose kauft, wie der Waldarbeiter sie hat, da ist man noch besser gepanzert gegen Brombeeren und derlei Späße. Aber auf dem zivilen Markt, beziehungsweise, gut, es ist natürlich eine Militärhose, aber als Otto-Normalverbraucher wird man sich kaum eine stabilere Hose für den Wald zulegen können als dieses Ding. Deshalb ist sie auch enorm beliebt bei Jägern, die ja jetzt nicht primär durch Brombeeren durchstapfen und das den ganzen Tag tun, und bei Förstern, die auch eben primär nicht durch Brombeeren durchstapfen, zwar auch, und zwar auch viel, aber halt eben, da lohnt sich die Schnittschutzhose nicht wirklich, weil die ist auch schon schwer und klobig und nicht so wirklich bequem. Und da ist das ein guter Kompromiss. Also die wurde von meinen bisherigen Lehrern im Wald, also den Förstern, bei denen ich was lernen durfte, wurde alle jeweils so eine Hose getragen, was dazu führt, dass ich jetzt halt auch nur noch damit rumrenne. Ich finde die auch im Alltag ungemein praktisch, auch wegen den großen Taschen. Aber so viel zum allgemeinen Blabla. Noch ein paar Worte zu den Nachteilen. Es ist natürlich ein schwerer Stoff, ergo ist die Hose vergleichsweise schwer. Fällt mir jetzt nicht negativ auf, weil ich so gewöhnt bin und es so mag.
Und es ist ein relativ warmer Stoff, auch durch die enge Webweise. Also im Sommer, wer an den Beinen gern schwitzt und gerne luftige Hose dann im Sommer trägt, da ist er dann natürlich auch nicht so geeignet. Dadurch, dass der Stoff halt wiederum so eng und dicht gewebt ist, trocknet er vergleichsweise sehr langsam. Baumwolle trocknet ja ohnehin schon langsam. Diese Hose tut es nochmal besonders, also langsam trocknen. Man kann den Trockenprozess allerdings auf ein sehr, sehr schnelles Maß beschleunigen, wenn man sich ein Feuerchen anmacht und die Hosenbeine ans Feuer hält, weil dadurch, dass Baumwolle feuerunempfindlich ist, braucht man da überhaupt keine Scheu zu haben, die Beine so halber ins Feuer zu hängen, solange man es von der Hitze noch einigermaßen aushält. Und dann ist die Hose auch wirklich richtig, richtig schnell trocken. Also am Abend am Feuer gemacht. Und wenn man die Hose dann nicht trocken bekommen hat, dann hat man irgendwas definitiv falsch gemacht. Also nach einer halben Stunde am Feuer müsste die wieder trocken sein. Ja, dann gehen wir mal erstmal auf den oberen Bereich ein. Zunächst mal hat sie sehr breite Gürtelschlaufen, durch die auch der Bundeswehrkoppel durchpasst. Also der Bundeswehrkoppel ist hier eben dieser Standard-Bundeswehrgürtel, der auch für Gebrauchsversehene, die nicht Geld zu haben ist, muss man mögen. Das Ding ist ein sehr starrer, sehr fester Gürtel. Wer das mag, dass seine Hose auf jeden Fall wirklich nicht einen Millimeter verrutscht, für den ist so ein Gürtel zu empfehlen. Wer lieber ein bisschen was Weiches am Bauch haben möchte und auch ein Problem mit dieser riesigen, sehr festen, nahezu kugelsicheren Gürtelschnalle hat, für den ist die natürlich nichts. Aber die breiten Gürtelschlaufen ermöglichen auf jeden Fall einen 5 cm breiten Gürtel da durchzuziehen. Ja, als nächstes Detail besitzt die Hose normalerweise im Inneren nochmal zusätzliche Knöpfe, also das ist jetzt die Innenseite, hier ist außen, die dafür da sind, dass man einen Hosenträger dran befestigen kann, den Bundeswehr-Hosenträger. Wer den nicht mag, der schneidet sich diese blöden Knöpfe am besten ab, weil die stören sehr beim Trekking, wenn man einen Rucksack mit Hüftgurt benutzt und dann auch diese Knöpfe in der Hose hat, führt das zu üblen Schürfwunden im Laufe des Tages. Also einen Tag unterwegs und man sieht lustig aus. Das alte Modell der Bundeswehrhose hat eben keinen Reißverschluss, sondern Knöpfe. Warum hat sie Knöpfe und keinen Reißverschluss? Da dachte man sich einfach, ja, das ist A, bisschen günstiger zu produzieren und B, lässt sich das sehr einfach reparieren, im Fall, dass die Hose mal kaputt gehen sollte. Ist aber natürlich vergleichsweise umständlich, wenn man jetzt hier die Hose mal öffnen möchte, weil man halt eben etwas tut, wofür man die Hose öffnen sollte, bevor man es tut. Dann dauert das natürlich entsprechend lange mit diesem Knöpfsystem. Hier könnt ihr es auch nochmal an der nicht angezogenen Hose sehen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man kriegt es dann aber doch irgendwann relativ schnell hin. Ja, grundsätzlich ist zum Schnitt dieser Bundeswehrhosen zu sagen, dass sie doch sehr weit oben getragen werden. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine auf dem Arsch hinten aufsitzende Hose, sondern man trägt sie sehr weit oben, nur wenige Zentimeter unterhalb vom Bauchnabel, dann gerade noch mit so einem breiten Gürtel. Das ist schon so gedacht. Das ist nicht so, dass ich mir die absichtlich hochziehe, weil sonst hat man hier zu viel Stoff im Schritt hängen, der dann zwischen den Beinen reibt und man läuft sich einen Wolf. Schon ganz oft bei vielen jungen Soldaten passiert, dass die sich eben den Wolf gelaufen haben, weil sie ihre Hose nicht hoch genug gezogen haben, weil es Hip-Hopper-Kinder waren oder keine Ahnung, welche Gruppierung mit diesen Hosen auf Halbmast rumläuft. Jedenfalls waren sie das nicht gewöhnt, die Hose weit genug oben zu haben und haben sich dann da wunderbare Schürfwunden tatsächlich zugezogen, gerade da, wo es besonders weh tut, weil die Hose nicht hoch genug sitzt. Warum sitzt die so hoch? Das hat einfach wieder so ein bisschen so mit Schutzwirkung zu tun. Das war damals ja tatsächlich auch die Mode, dass die Hosen so hoch sitzen. Ich persönlich finde es bequem. Kann man sich streiten, ob man es mag oder nicht. Es ist jedenfalls so, ihr werdet die nicht großartig viel tiefer tragen können. Also ein bisschen was geht noch, aber viel nicht, weil das halt sonst mit dem Laufen wirklich unangenehm wird. Ein Wort zu den Taschen. Es gibt nur eine Gesäßtasche. Auf der anderen Seite gibt es keine. Das ist halt so. Besagte Gesäßtasche hat auch wieder einen Knopf, den gleichen Knöpfe. Also an der Hose werden grundsätzlich nur ein und derselbe Knopf verwendet, also es sind immer dieselben. Man kann sich also zum Beispiel den Gesäßtaschenknopf sehr gerne als Ersatzknopf nehmen, um quasi was zu reparieren, was da vorne an der Knopfleiste kaputt gegangen ist. Das wird auch häufig so gemacht, beziehungsweise wurde häufig so gemacht. Dann die seitlichen Einstubtaschen.
Ich finde bei den Dingern schön, dass sie relativ tief nach unten reinreichen, in einem Winkel, in dem einem so schnell nichts aus der Hose rausfällt von alleine. Also auch wenn man sich hinhockt oder das Bein mal höher heben muss, hält das eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es die auch nochmal auf der anderen Seite und ihr könnt ja ungefähr sehen, wenn ich die Hände reinstecke, wie viel Platz da ist. Eine sehr schöne Sache und da passt auch einiges rein, zum Beispiel ein Kameraersatzakku. Aber natürlich auch große Dinge, insbesondere mein Geldbeutel ist da normalerweise drin, Handy und ähnliches. Dann bietet die Hose natürlich noch diese beliebten Seitentaschen. Die sind so eins der Hauptargumente, weshalb ich mit dem Ding so gerne rumlaufe. Abgesehen davon, dass das Material schön ist und ich den Schnitt auch eben nun mal angenehm finde und diese hohe Hose, weil sie einen gewissen Schutz bietet, mag, sind diese Seitentaschen wirklich unglaublich praktisch. Sie haben außerdem noch zusätzlich eben eine Messertasche, hier zu sehen. Die ist normalerweise für das BW Stumpf, später für das BW Scharf geeignet gewesen. Es passt perfekt mit bis auf einen Zentimeter ein Opinel Nr. 12 rein. Die Messertasche hat also eine Länge von ca. 14 cm oder sowas. Ich glaube 15, irgend sowas um den Dreh. Also wie gesagt, ein Opinel Nummer 12 ist eigentlich das ideale Messer, um da drinnen verstaut zu werden. Noch besser würde es rein und raus gehen, wenn man sich natürlich noch hinten einen Fangriemen anbaut und es dann andersrum trägt. Aber so finde ich das auch schon gut genug und es macht einen nicht unbedingt sympathischer, wenn man sein Messer in Sekundenschnelle zur Hand hat, wenn man ein bisschen kruscheln muss. Wirkt das im zivilen Bereich, finde ich, irgendwie beruhigender und mich selber beruhigt es auch, dass ich nicht mein Messer so zack und griffbereit habe. So aus rechtlichen Gründen. Es passen natürlich noch zahlreiche andere Dinge da rein. Jawohl, ja. Auch schön für mein Alltagsleben ist halt eben, dass diese Taschen genau das Format eines iPad Mini haben, was ich so als täglichen Organizer mit mir rumschleppe. Und man kriegt trotzdem noch einen Haufen Schnur oder ähnliches rein. Das nur so als Beispiel. Ja, ein weiteres Detail dieser Hose, also das ist jetzt unten der Bund am Fuß, ist, dass es hier auch nochmal so eine Strippe gibt. Mit dieser Strippe kann man die Hose nochmal enger zusammenziehen. Das funktioniert ein bisschen begrenzt und man kriegt sie auch nicht wirklich sehr eng zusammen. Aber ein wenig enger kann man sie ziehen, damit sie ein bisschen fester um die Stiefel sitzt. Macht dann hier einfach einen Knoten drauf. Und ja, hat das Ganze dann eigentlich recht eng um den Fuß. Wenn man es natürlich zuknotet, kriegt man es in der Regel nie wieder auf. Vielleicht gibt es da auch irgendeinen Spezialknoten, den mir jemand verraten kann, mit dem das optimal ginge. Meine Knotenkenntnisse sind eher bescheiden. Ich persönlich mag es nicht, wenn sie unten zugemacht sind. Ist natürlich Geschmackssache. Ansonsten irgendwelche inneren Gamaschen oder ähnliches gibt es nicht. Also der Stoff ist überall derselbe. Und ansonsten Schnitt seht ihr ja, die ist relativ locker geschnitten, damit man schon noch ein bisschen Platz im Bein hat. Vorteil ist einfach, dass es das Ding in 97 verschiedenen Größen gibt, gefühlt. Dadurch, dass es das damals ja für jeden Soldaten passend geben musste, ist die wirklich auf so ziemlich jedes Bein inklusive dazugehörigem Bauchansatz anzupassen und sollte wirklich eigentlich jedem passen. Mir persönlich gefällt sie eben sehr gut. Sie hat keinerlei verstärkte Kniepartie oder sonstiges, aber das Material ist so robust, dass es das meiner Meinung nach auch nicht braucht. Solange sie nicht nass wird, meiner Meinung nach die perfekte Waldhose. Und dann gibt es noch ein etwas ulkiges Detail direkt im Schritt, nämlich die lustigen Zigarettenbrandlöcher. Soll der Belüftung des Sekundärgehirns, das dann in der Hose sitzt, dienen. So hat man es mir zumindest damals bei der Bundeswehr erklärt. Die moderneren Hosen haben das auch noch, diese Löcher. Also zumindest die ich damals hatte, ist ja auch schon ein bisschen Weilchen her. Und naja, also ich habe noch nie gemerkt, dass es was geholfen hat. Aber ja, die Idee ist ganz ulkig. Man fällt damit immerhin lustig auf, wenn man breitbeinig irgendwo rumsitzt. Ja, dann noch zu, wo kriegt man so eine Hose jetzt her? Man sollte sich die eigentlich fast in irgendeinem guten Ami-Shop vor Ort kaufen oder Army-Shop oder Bundeswehr-Shop oder wie auch immer diese Shops dann jeweils heißen. Da kriegt man auf jeden Fall überall diese Hosen. Es gibt sie teilweise auch auf Volksfesten, Jahrmärkten, je nachdem aus welcher Region man kommt, heißen die ja unterschiedlich. Als ich das letzte Mal über den Jahrmarkt gelaufen bin, hat mich schon der Verkäufer angebrüllt. Ah, brauchen Sie noch so eine Hose, wie Sie da anhaben? Haben wir hier. Hab mir dann sogar noch eine mitgehen lassen. Ich habe da mittlerweile einige davon. Die gibt es in dem, was ich anhabe. Das ist Oliv.
Nach ein paar Wäschen wird es dann mehr so gräulich. Es gibt sie schon primär in Grau, dann gibt es sie in Schwarz. Das wird auch alles ein bisschen heller, nachdem man es ein paar Mal gewaschen hat. Kauft sie nicht zu groß, sie fällt relativ groß aus. Kauft sie aber auch nicht zu klein, weil sie beim Waschen ein kleines bisschen eingehen kann. Und Kostenpunkt ist so roundabout 30 bis 40 Euro, hängt auch ein bisschen vom Hersteller ab. Wobei ich jetzt noch keine großartigen Unterschiede nach Hersteller bemerkt habe. Die gibt es einmal von Brandt, glaube ich, und einmal von Leo Köhler werden die Dinger gebaut. Aber wie gesagt, ich habe beide und habe noch keine großartigen qualitativen Unterschiede festgestellt. Preislich gibt es welche, aber das überlasse ich euch. Ich verlinke euch jetzt keinen Shop, googeln könnt ihr selber. BW Moleskin Hose einfach mal bei Google eingeben. Da gibt es dann 7 Millionen Treffer, wo man die herbekommt. Oder halt eben wirklich im Shop des Vertrauens zum Anprobieren. Ja, ich bin mit dem Ding super zufrieden. Das ist eine ideale Waldhose für relativ wenig Geld. Und wenn sie mal kaputt ist, ja gut, dann kauft man sich halt noch eine. Und aber die gehen auch nicht kaputt. Ja, genug gelabert dazu. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.